Willkommen zurück hier bei Super Mario Maker 2 Online. Wir haben immer noch die Superwelt von Picado? Vijay? So ausgesprochen? Ich hoffe mal. Was auch immer, wir haben hier noch die Superwelt von dem Guten und die zocken wir jetzt zu Ende. Level 1 der Höhlenwelt. The Challenges of the Cave. Hört sich wieder nach einem Rätsellevel an. Kurz und knackig ist ein Tag des Levels. Da bin ich mal gespannt. Scheint ein längerer... Obwohl, nee, Moment mal. Warum ist das Zeitlevel hier... Die Zeitbegrenzung hier so... lang. Wenn es ein kurzes Level ist. Und hier nochmal, Leute, achtet bitte auch darauf, wenn ihr solche Level erstellt, achtet bitte darauf, dass ihr eine Zeit vergebt, eine Zeitbegrenzung vergebt, die auch passend fürs Level ist. Nicht zu kurz, nicht zu lang, wie in diesem Fall, denke ich mal. Ich glaube, wir hätten es auch schon 200 Sekunden getan, weil ich bin jetzt fast 70 Sekunden hier drinne und habe jetzt schon die Hälfte des Levels geschafft. So. Jetzt habe ich es auch endlich hier rüber geschafft. Und wenn man ganz böse ist, könnte man hier sogar ein Zeitlimit von 100 Sekunden vergeben. Wäre dann zwar echt schwer, aber ich denke, es wäre theoretisch möglich. Okay. Nice. Ja, doch. 100 Sekunden wären möglich. Zwar sehr gemein, gebe ich zu, aber möglich. Deswegen 500 Sekunden viel zu viel. Ich denke, 200 Sekunden wären hier angemessen gewesen. Da sieht man's. Jemand hat das Level in 67 Sekunden geschafft. Wäre also eindeutig möglich gewesen. So, weiter geht's. Dann probieren wir mal den Stern. Wunderbar. Klappt. Okay, dann ist das doch einfacher zu timen, als ich dachte. One Spiky Night. Hört sich gut an. Nur das ist irgendwie, Ach so. Ah, okay. Okay. Ist nicht passend für einen, Wie heißt? Für einen Höhlenlevel. So, für eine Höhlenwelt. Aber es sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, der Level. Und vor allem auch innovativ. Moment mal. Moment. Ich habe eine Idee. Mach halt. So, jetzt hat er nämlich genug Speed und kommt darüber. Nice.
Gefällt mir. Er hat hier viele unterschiedliche Ideen vor allem nochmal mit reingepackt. Und nicht quasi immer dasselbe, nur halt anders aufgebaut. Wenn man versteht, was ich damit meine. Das muss man echt genau timen. Oder? Nee, Moment mal. So. Okay. Ich dachte, das muss ich quasi durch den Block so ein bisschen durchbuggen, aber nein. Einfach springen, wenn das Ding zurückkommt und man hat's. Weiter geht's. Kirby The Great Cave Offensive. Ist das eine Anlehnung an ein Kirby-Level? Ist das aus Kirby Triple Deluxe? Das Spiel habe ich nämlich gespielt und da gab es so einen Höhlenmodus, wo man aus einer Höhle entkommen muss. Soll das daran angelehnt sein? Sehr coole Idee auf jeden Fall. Feier ich. Hier braucht man irgendwas. Okay. Da ist ein Power-Up. War nur eine Feuerblume. Jetzt nichts, was mir da unten weiterhelfen würde. Okay. Toll. Boah, Kirby. Muss ich auch nochmal zocken. Vielleicht let's play ich das sogar. Ich muss mal schauen. Kirby Mouse Attack oder Triple Deluxe als Kiddy gezockt. Abgefeiert wie sonst was. War echt geil. Wenn ihr darauf Bock habt, gerne in die Kommentare schreiben. Ja, wir haben Bock. Und wenn da tatsächlich jemand Bock drauf hat, dann schaue ich, dass ich das so früh wie möglich beginne. Sonst ist es halt so in der... Ach scheiße, Idiot. Sonst ist es halt so in der Liste der zukünftigen Projekte. So wie so ziemlich jeder 3D-Zelda-Teil. Möchte ich nämlich auch nochmal irgendwann spielen. Habe ich vor Ewigkeiten gezockt. Halt auch als Kiddy. Ocarina of Time. Wind Waker, Twilight Princess und Skyward Sword. Alle gezockt. Wobei ich Skyward Sword, glaube ich, nicht ganz durchgespielt habe. Ich glaube, ich war an einer Stelle zu blöd, um den Boss zu besiegen. Und da habe ich dann einfach irgendwann so gedacht, ja, okay, mache ich halt wann anders. Hat dann aber nie Bock drauf, das zu Ende zu spielen. Hab's dann einfach sein gelassen. Also wäre auf jeden Fall schön, das nochmal vernünftig zu spielen. Hä? Okay. Ich dachte, das wäre ein Koopaling. Sorry. Sonst hätte ich, glaube ich, auf die Feuerblume in diesem Fall verzichtet. So. Warum sind hier eigentlich Geister? Also, Buhus, besser gesagt. Sorry, es regt mich selber auf, wenn... Okay. Eine Geheimtür? Es regt mich selber auf, wenn... Gab's das Easter Egg?
Gab's das Easter Egg im Kirby-Game? Ich weiß es nicht. Ja gut. Es regt mich selber auf, wenn Leute Dinge falsch aussprechen oder Dinge falsch benennen. Irgendwie sowas wie, sagen wir, Item oder Power-Up oder was auch immer. Und ich sage so einen Quatsch wie, oh, warum sind hier Geister? Ist zwar nicht so schlimm wie Item oder Power-Up oder was auch immer. Aber es ist schon unoptimal. Ah, okay. Hab mich im ersten Moment gefragt, was hier los ist. Aber das ist wieder so ein Ding, wo man mit dem Gegner interagieren muss. Um ihn irgendwo hinzuschaffen. Hä? Ach so, Moment. Ach was. Ach, der fliegt dann sogar nach oben. Okay. Ja, okay, okay, okay. Muss man aber auch erstmal wissen. So, hoch. Hier rüber. Ah. Ja, okay, da hat man genug Zeit. Da hat man genug Zeit. Komm halt. Gott. So. Zum Teufel. Ach so, er muss... Oh, ah, okay. Nee, geh da rüber. Okay, gut. Ich weiß nicht, warum die hässliche Maus gerade so darüber gelaufen ist. Aber ich denke mal, dass sie zu nah an der Wand stand und sich deswegen dann automatisch rüber bewegt hat. Oh, cooles Artwork hier. Und nice Level. Aber passt halt auch wieder nicht in so eine Welt rein. Na gut. Auf geht's. Ins Schiff. Das hat auch irgendeinen speziellen Namen. Luftschiff, genau. Luftschiff. Ich weiß nicht, was heute los ist. Mir fallen die Scheißbegriffe heute einfach nicht ein. Muss aber sagen, ich nehme diesen Part hier direkt nach dem letzten auf. Heißt, ich bin immer noch erkältet. Vielleicht liegt es auch daran, dass man sich dann einfach nicht vernünftig konzentrieren kann. Aber ich will natürlich auch hier keine Ausreden für meine Dummheit suchen. So. Ah, okay, da kann man einfach hochklettern. Da kriegt man ein neues Schwert. Na gut, brauche ich jetzt nicht. Und mir wurde gesagt... Ja, okay. Man kann Pfeile schießen.
Mit ZR oder mit R? Ja, okay. Beides ist dasselbe anscheinend hier in diesem Spiel. Man kann auf jeden Fall Pfeile schießen und so hätte ich auch einen Level aus dem, aus einem der letzten Parts abschließen sollen. Das Zuschauerlevel, wurde mir gesagt. Dass ich da die On-Off-Blöcke so hätte abschießen müssen. Falls ihr es nicht gesehen habt, könnt ihr noch mal gerne zurückgehen. Playlist findet ihr schon irgendwie auf meinem Kanal. Ich sollte vielleicht mal damit anfangen, die Playlist dann auch unter die jeweiligen Parts zu packen. Wer sich das anschauen möchte, Part 9 müsste das gewesen sein. Hieß aber auch irgendwas mit Zuschauerlevel oder ich glaube, der hieß sogar nur Zuschauerlevel. Also, gerne anschauen. Wie ich finde, sehr witzig. Und sehr coole Level. Danke nochmal dafür. Und irgendwie wirkt der Level schon wieder so ein bisschen zusammengewürfelt hier. Ich meine, einfach so Cheap Cheeps, die auf so Bahnen hin und her fahren. Warum? In einem Luftschiff-Level. What? Oh, da kommt eine Flamme raus. Ich hab mich treffen lassen, okay. Hier gibt's ein neues Schwert. Also, never mind. Und es fällt mir gerade auf. Kann man die Musik deaktivieren? Oder ist die Zelda-Musik, spielt die nur in normalen Leveln? Und in so einem Luftschiff-Level oder in einem Castle, keine Ahnung, was auch immer, spielt ihn nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass es so ist und dass man ihn nicht deaktivieren kann. Jetzt probieren wir mal die Pfeile. Fast. Ja, komm. Nein, mach ihn! Okay. Okay, anscheinend braucht man 3 Hits. Na, braucht noch ein paar mehr. Jawohl, schön. Schön, dass ich es geschafft habe. Was zum... Was zum Teufel? Aber das ist doch jetzt eine... Das ist doch jetzt eine Anspielung an irgendeinen anderen Teil, oder nicht? So sieht er doch nicht in Super Mario Bros. 3 aus, oder? Ah, doch. Doch, ich glaube schon. Nur ich glaube, Luigi gab es in Super Mario Bros. 3 nicht. 3? Was laber ich? Das war das normale Super Mario Bros. Und da gab's Luigi auf jeden Fall nicht. Ich glaube, das war irgendein Super Mario Bros. 2 Power-Up, aber nichts aus dem ersten Teil. Was auch immer. Vielleicht quatsche ich hier gerade kompletten Blödsinn. Falls irgendwer besser weiß... Und Bock dazu hat, es zu sagen, gerne in die Kommentare. So. Geschweige denn, wird sich der Part überhaupt komplett angeschaut. Und nicht nur die ersten 10 Minuten. So, letztes Level, letzte Welt oder kommt danach noch eine? Ich bin mir nicht sicher. In beiden Fällen sollte ich mich...
glaube ich, beeilen. Und das ist ein Rätsellevel. Okay. Okay. Gut, hier ist jetzt ein grüner Block. Das ist assi. Also Limettengrün. Ich glaube, man konnte dann nicht so gut durchsehen. Scheiße. Als ob. Okay, hier der Raum zum Reinkommen. Damit man überhaupt erstmal schnallt, was hier von einem gewollt ist. Ja, doch, man konnte da gut durchsehen. Was zum... Okay, dann muss ich da jetzt besser aufpassen. Und ja, man merkt eindeutig, dass es nicht der Limettengrüne ist. Dumm. Ja, gut, denn... Ah, obwohl, ich weiß nicht, ob er sich den Checkpoint hätte stecken können. Na, aber ich glaube, das war dieses hier. Dieses Zwischending. Ja. Genau. Orange. Da kann man aber gar nicht durchsehen, oder? Sehr schwer zumindest. Es war entweder links oder rechts. Scheiße. Ich sagte, sei ja. Jawohl. Und das war's. Nice. Cooler Level. Und hat tatsächlich auch in das Wolkentheme reingepasst. Na, hätte man dann sogar vielleicht liken können, ne? Na, was auch immer. Lass die Ballons platzen. Und man kriegt anscheinend sogar, basierend auf der Leistung, mehr oder weniger One-Ups. Okay. Auch cool zu sehen. Nächster Level. Vielleicht irgendwas mit Regenbögen. Würde zumindest gut passen, weil da Regenbogen abgebildet war. Ja, das... Ist jetzt wieder gar nicht passend. Das war cool. Der Level gefällt mir aber trotzdem. Cool. Schon wieder eine echt coole Idee. Ich frag mich, ob er da überall selber drauf gekommen ist oder ob er sich das irgendwo weggeklaut hat. Was keine Schande wäre, ist immer in Ordnung, wenn man sich inspirieren lässt. Selbst wenn man eine Idee genauso übernimmt, solange man das Level nicht 1:1 nachbaut, seine eigenen Ideen da reinfließen lässt, ist das ja in Ordnung. Also es sollte jetzt gar nicht negativ klingen oder so. Na, ja, war ein cooler Level. Hat zwar wieder nicht in die Welt reingepasst, aber war nice. Und wir kommen jetzt wieder in ein Bohaus. Ein Geisterhaus, besser gesagt. Ich glaube, es heißt sogar Geisterhaus im Spiel. Ah. Hier gibt es sogar die... diese Goomba-Maske. Wo die Buhus dann nicht mehr auf mich reagieren? Okay. Das ist interessant. Was ist hier los?
Der hat keinen Bock oder was? Na gut. Und dieser Sprungsound ist mega witzig. Das ist so dieser. Oh mein Gott, was zum. Ach, hier kommt man. Ach, die Swarms reagieren auch nicht auf einen, wenn man die Maske hat. Und die Geister bewegen sich nicht, die am Boden sind. Ah, okay. Alles klar. Also man braucht tatsächlich zwingend hier die Goomba-Maske. Na gut. Alles klar. Und das war's schon. Ja. Also, basierend darauf, dass die Geisterhäuser in Wolkenwelten auch nicht wirklich was mit der Wolkenwelt zu tun haben und es ein guter Level war, gebe ich da auch jetzt einfach mal wieder ein Like. So, gehen wir erstmal nach oben und machen. Ah, okay, hier gibt es noch ein Level. Na gut. Dann machen wir natürlich erstmal ein Level. It's Twister Time. Und dann gehen wir zum Bonus. Was heißt das? Einfach nur hier die Wirbelstürmer oder was ist mit Twister Time gemeint? Warum sollte man hier nicht mehr zurückgehen dürfen? Na, was auch immer. Aber bis hierhin ein cooler Level. Passt sogar meiner Meinung nach auch in dieses Welten-Theme rein. Okay, hier ein kleiner Bonus. Schön. Checkpoint vergesetzt. Weil ich glaube, dass der Level keinen Checkpoint gebraucht hätte. Okay, hier gibt es hier eine Blume. Aber na gut. Für etwas schlechtere Spieler ist ein Checkpoint schon gut, wenn man den setzt. Hier auch wieder ein Bonus. Schön, feiere ich bisher den Level. Ich glaube, der kriegt auch ein Like. Ah, okay. Ja, na gut. Musste man sich etwas konzentrieren, aber war jetzt kein Akt. Wobei das hingegen schon schwerer ist. Ah, okay, man wird von dem Luftstrom gar nicht beeinflusst, wenn man hier an der Liane hängt. Ja, gut, das wusste ich nicht. Oder nicht mehr. Ja, war ein cooler Level. Hat mir gefallen. Nice. Und wir kommen zum Bonus. Fang den Ball. So, jetzt aber. Fastball. Noch ein Fastball. Das war ein Gabelball. Langsamer Ball. Nein, du Drecksack. Oh, was? Wie viele muss man denn hier fangen? Den habe ich. Okay. Ich glaube, man muss
einfach nur den schnellen Ball bekommen. Also wenn der schnelle Ball kommt und man kriegt den, dann ist vorbei. Wenigstens habe ich das hier jetzt beim letzten Mal hinbekommen. Und jetzt gibt's anscheinend das finale Castle Bowser's Last Attempt. Bowser hat's davor noch gar nicht versucht. Also zumindest in der Welt hier, okay. Das ist cool. So eine Bowser-Verfolgung ist nice. Hä? Der Hothead macht gar nichts, okay. Hier gibt es wieder einen Bonus. Nice. Weiß gar nicht, vielleicht hätte ich da sogar eine 50er-Coin hingepackt. Hat jetzt tatsächlich ein bisschen schwieriger gewirkt, die Stelle. Vor allem, weil man halt instant down ist, wenn man die Lava berührt. Und ich finde, die Hotheads hätten schon hochspringen können. Da hätte ich vielleicht eine 10 angepackt. Aber na gut. Das sind solche Feinheiten, die eigentlich gar nicht wichtig sind. Wo ich eigentlich auch nur drauf achte. Und da ist ein 30er. Ja, die 30er-Coin ist da tatsächlich angebracht. Würde mich auch nicht wundern, wenn irgendwer meint, ja, wenn du schon so viel rummeckerst, mach halt mal deinen eigenen Level, dann sehen wir, dann kannst du es ja besser machen. Ah nee, Leute. Wie schon in einem der letzten Parts gesagt, da habe ich nicht wirklich Zeit bzw. Bock zu. Das lasse ich lieber andere machen. Und man kann ja natürlich trotzdem immer so ein bisschen Kritik geben. Führt ja nur dazu, dass die Level besser werden. Ich meine, ich kritisiere ja auch nicht alles. Wenn ich jetzt bei jedem Quatsch rummaulen würde, dann wäre es berechtigt, wenn man sagt, gut, mach halt deine eigenen Level, dann hast du auch Level, die du gut findest. So, Welt abgeschlossen. Was passiert jetzt? Du hast zum ersten Mal eine Superwelt abgeschlossen und dafür das Feuer-Mario-Shirt erhalten. Okay. Ah, okay, da kriege ich jetzt so eine Flagge und die bleibt dann für immer. Da sieht man dann, dass man die abgeschlossen hat. Ja, okay. Das hier ist eine etwas kleinere Welt. Okay, die großen und kleinen Welten, die sind dann auch tatsächlich größer oder kleiner. Das ist cool. Na gut, das war's erstmal für diesen Part. Wenn ihr weiter Bock habt auf die Superwelten, könnt ihr es ja gerne in die Kommentare schreiben. Oder vielleicht zocke ich dann nochmal die Bestenliste der Woche. Ja gut, das auf jeden Fall. Und falls es euch gefallen hat, Mann ey, ich bin richtig durch. Erkältung wahrscheinlich. Was auch immer. Falls es euch gefallen hat, lasst gern einen Like und ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis demnächst und ciao.